Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute möchte ich euch ein Märchen aus Deutschland erzählen, das die Kinder sehr lieben und ich auch. Da lebte einmal eine Mutter, die hatte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Eines Tages, da sagte die Mutter zu ihren beiden Kindern: Meine lieben Kinder, ich möchte heute einmal in Ruhe alleine auf den Markt gehen. Ihr aber bleibt hübsch artig zu Hause und gebt mir nur ja Acht auf die Heckentür. Das ist eine Türe in der Hecke, eine Gartentür, damit sich keine Spitzbuben einfinden. Und Spitzbuben sind wilde Kerle, die Streiche machen, Geld stehlen und gar nicht gern in die Schule gehen. Ja, ja, Mutter sei ohne Sorgen, sagte der Junge. Du kannst getrost auf den Markt gehen, wir bleiben hübschartig zu Hause, sperren die Tür hinter dir zu und spielen schöne Spiele. Ja, Mutter, geh nur, sagt die Schwester auch. Tschüss, Mutter! Aber kaum ist die Mutter fort, da sagt der Junge zu seiner Schwester: Du, Schwester, was machen wir denn jetzt? Was spielen wir? Prinzessin und Pferd? Nein! Mensch, ärgere dich nicht? Nein, langweilig. Karten? Nein, sagt der Bruder. Ich weiß, was wir spielen. Wir spielen Fangen und Verstecken, dann ist's gut. Ja, aber, was machen wir mit der Heckentür? Wir müssen sie doch vom Haus aus bewachen. Ach, die wird doch keiner mitnehmen, sagt der Junge. Und jetzt komm. Und dann spielen sie Fangen und Verstecken im Haus. Werfen die Bettdecken und die Kissen aus dem Bett und Stühle und Bänke fallen um und ach, es ist eine Riesenunordnung entstanden und die Schwester sagt: Bruder, Bruder, jetzt müssen wir aber aufräumen, bevor die Mutter nach Hause kommt. Wenn die das hier sieht, wird sie uns schimpfen. Langweilig, sagt der Bruder. Weißt du, ich weiß etwas anderes. Wir gehen einfach in den Wald und spielen da, dann ist's gut. Nein, die Mutter hat es uns verboten. Und was machen wir mit der Heckentür? Die nehmen wir einfach mit, dann ist's gut. Und denkt euch, die nehmen die Heckentüre einfach mit in den Wald. Der Bruder schleppt sie und sie ist ganz schön schwer. Dann lehnt er die Heckentüre an einen Eichenbaum und die beiden spielen im Wald, fangen und verstecken und haben es schön. Mit einem Mal aber, da sagt die Schwester zu ihrem Bruder: Bruder, sieh nur da hinten. Die sehen aus wie Spitzbuben, die da kommen. Die sehen nicht freundlich aus. Wenn die uns hier finden, werden sie uns vielleicht schlagen. Was sollen wir nur tun? Ach, wir klettern einfach in den Eichenbaum hinauf, sagt der Bruder, und verstecken uns dort oben zwischen den Zweigen und Blättern. Ja, und die Heckentür, fragt die Schwester. Die Heckentür, die nehmen wir einfach mit, dann ist's gut. Und denkt euch nur, die beiden, der Junge und die Schwester, klettern hinauf in den Eichenbaum mit der Heckentür und verstecken sich dort oben zwischen den Zweigen und Blättern. Die Spitzbuben aber setzten sich geradewegs unter diesen Eichenbaum, auf dem die beiden Kinder saßen, und begannen, das gestohlene Geld zu zählen. Der eine sagte: Gib mir das Geld, ich war einen Tag in der Schule. Und er fängt an zu zählen. 1, 2, 3, 55, 33, 3 Viertel, 12. Bist du blöd, sagt der andere. Gib mir das Geld, ich zähl. 1, 2, 33, 99, 310. Selber blöd. Und die beiden Spitzbuben zählen, verzählen sich. Und die Zeit wird lang und länger dort oben im Eichenbaum. Und der Junge sagt mit einem Mal: Du, Schwester, ich muss mal was Kleines. Und die Schwester sagt: Na, so tu's, mach einfach hinunter. Und denkt euch nur, er tut's. Er macht geradewegs hinunter auf die Spitzbuben, die sitzen unten und sagen: Ist ein wenig Regen, der vom Himmel herunterfällt. Und merken nicht, was es war. Sie zählen und zählen und die Zeit wird lang und länger. Und mit einem Mal sagt der Junge: Du, Schwester, ich muss mal was Großes. Na, so tu's, mach einfach hinunter.
Auf die Spitzbuben? Ja. Und denkt euch, er tut's. Er macht geradewegs hinunter auf die Spitzbuben, die sitzen unten und sagen... Ist ein wenig Mist von den Vögeln, der vom Himmel herunterfällt. Und haben's nicht gemerkt. Zählen weiter und weiter. Aber mit einem Mal, da sagt der Junge zu seiner Schwester, du Schwester, die Heckentür, sie ist zu schwer. Ich kann sie nicht mehr halten. Na, dann wirf sie eben hinunter. Na, so tu's. Und denkt euch nur, er tut's. Er wirft die Heckentür geradewegs auf die Spitzbuben, die sitzen unten und schreien, Autsch, Aua, die Wolken fallen vom Himmel herunter. Tut das weh? Und haben's nicht gemerkt, was es war. Sie rannten aus dem Wald, ließen das Geld liegen, nur fort, fort von diesem Ort und kamen nie wieder zurück. Der Junge und die Schwester standen oben im Baum und sagten, denen haben wir es aber ordentlich gezeigt. Jetzt müssen wir aber schnell nach Hause. Sie klettern den Baum wieder hinunter, die Schwester sammelt das gestohlene Geld in ihrem Kleid und trägt es nach Haus und der Junge schleppt die Heckentüre nach Hause. Aber die Mutter war schon nach Hause gekommen und sie rief, Kinder, Kinder, wart nicht zu Hause. Spitzbuben sind gekommen, haben unser ganzes Geld gestohlen und unsere Heckentür obendrein. Nö, sagt der Junge, Mutter, sieh nur, die Heckentür ist hier. Hä? Kommt ins Haus und erzählt mir. Dann setzen sie sich an den Tisch und erzählen der Junge und die Schwester, wie sie in den Wald hinausgegangen waren. Und von den Spitzbuben, die meinten, ein wenig Regen würde vom Himmel herunterfallen, von dem Mist der Vögel und von den Wolken. Da musste die Mutter auch lachen und dann sagte sie, Kinder, Kinder, seid nicht hübschartig zu Hause geblieben, aber sie begann das Geld zu zählen und es war so viel, dass es ihr ganzes Leben lang reichte. Und sie lebten glücklich und sie lebten froh, wie die Maus im Haferstroh. Das ist eine Maus und das Märchen ist aus.